Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge hier bei Da guckst du. Howdy Farmers. So, in der letzten Folge haben wir ja unsere Kühe versorgt und auch geholt. Allerdings das Einzige, was noch gefehlt hat, das bin ich gerade schon am Holen, ist noch Milch. Milch, ja, natürlich, auch von Kühe kommt Milch, aber es hat uns Wasser gefehlt. Das Wasser fahren wir jetzt noch schnell hin, damit unsere Kühe dann auch sich wohlfühlen. So. Stellen wir aber erstmal den LKW hier ordentlich wieder weg. Beziehungsweise räumen hier gleich noch eine Runde auf. So. Jetzt fahren kann ich besser mit Anhänger. Ansicht in der Regel. Und frisches, saftiges Wasser. Den brauchen wir ja nicht so weit wegstellen. Daher stellen wir erstmal den hier hin. Brauchen wir gleich definitiv nochmal. Aber als erstes nehmen wir jetzt erstmal den LKW und bringen den Anhänger weg, damit er uns nicht im Weg steht. Upsa, ich würde sagen, wir hängen ein bisschen fest. Ist alles ein bisschen eng, aber eng kann auch schön sein. Der Anhänger ist zu lang, würde ich fast sagen. Wir schauen nochmal. Ich muss mal den auch unter den Unterstand stellen. Ein bisschen zu lang. Gut. Dann stellen wir den halt hier hin.
So. Das hier über die Klippe. Die Spiegel gibt es leider noch keine Modifikation für, dass man wie LS19 sich so ein bisschen rausbeugt. Habe ich gerne benutzt, diese Modifikation. Da könnte man schön real über die Fahrerseite rückwärts den Anhänger schieben. Aber da muss man sagen, Hut ab vor der Modder Community für das alles, was sie bis jetzt schon hochgeladen haben, beziehungsweise ermöglicht haben. Der starke Bauer ist da, manuelles Attachen ist da. Ja, sind verschiedene Sachen. Hier Einzug halten werde. Konzentration. So. Und was wir definitiv vergessen haben, was wir aber auch noch brauchen. Wir brauchen ja noch Gras. Und wir brauchen auch noch ein wie viel Garn haben wir? Mal schauen, ob es funktioniert. Ich habe, wie gesagt, mit dem Landwirtschaftssimulator 22 bezüglich Tiere noch gar keine Erfahrung. Von daher schauen wir einfach mal, wer mit dem Futterstreuer oder Futterstreuer haben wir gar nicht. Wir brauchen ja noch die Silageballen. Von daher fahren wir erstmal hin. Die Silageballen haben wir auch noch da. Weiterfahren. So. Und dann wollen wir mal noch mal schauen. Den könnte ich mir gut vorstellen. Der ist auch nicht so teuer. Für kleine Wege können wir den nutzen. Für die 5 Ballen, die kriegen wir auf jeden Fall da unter.
Vielleicht kriegen wir auch noch die zwei Ballen, die ja noch auf der Straße liegen, gleich mit. Gut gefrühstückt haben wir. So. Fest sind sie auch. Dann wollen wir mal schauen. Schmeißen wir uns hinten rauf. Einmal festmachen mit Spanngurte. Und los geht's. Mehr hätte er definitiv jetzt nicht haben dürfen. Vorstellen, ich bin zu Hause. Anderen Ballen werden wir in einer der nächsten Folgen, ich denke sogar in der nächsten Folge, dann auch noch gleich mit aufräumen, um Ordnung zu schaffen. Weil es sollen, so hat es mir ein guter Vertrauter gesagt, überall braucht man Vitamin B. Ab und zu Inspektionen kommen, ob der Hof auch ordnungsgemäß geführt wird. Ja, können kommen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Gut, jetzt dürfen sie gerade nicht kommen, aber ich kann es ja damit erklären, damit wir den Hof neu übernommen haben erst.
die Lagerbahn von hier auch gleich noch mit rüber. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal komplett. Jetzt wieder ohne Probleme. Den kleinen Anhänger können wir uns hier in die Ecke stellen. Den Traktor noch zurück und dann soll es auch wieder das gewesen sein für diese Folge. Ich sag schon mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Däumchen da und oder ein Abo. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen, bleibt gesund und es freut mich über jedes Kommentar. Verbesserungsvorschläge sind gerne willkommen. Werden auch, wenn sie ordentlich vorgetragen werden, umgesetzt. In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht, Morgen. Je nachdem, wann ihr mich geschaut habt. Und damit bin ich raus und sage bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal bei Da guckst du.